Einen wunderschönen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Big Biohof Bergmann. Heute kümmern wir uns ein bisschen um den Hof. Von der letzten Folge, die Ernte, die Maisernte, kippen wir gerade den Rest hier rein. Das waren knapp 13.000 Liter, die wir jetzt überher haben. Also 32.000 Liter haben wir ja im Stall und jetzt haben wir nochmal 12.000 Liter hier im Silo. Das dürfte mehr als ausreichen. Mit der Ernte bin ich sehr zufrieden. Wir werden jetzt mal gucken, was brauchen denn erstmal die Tiere. Also, meine Kuhweide ist ziemlich gut ausgestattet. Das können wir so lassen, wie es ist. Der Kuhstall, der braucht deutlich mehr. Also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal ein ordentliches Fudermischration reinfahren. Den Hühnern geht's auch gut. Das ist schön. Und der Schweinestall, das sieht erstmal, ich sag mal, böse aus, aber das ist auch mehr als genug, die 32.000 Liter Protein in dem Fall. Mehr müssen wir ja nicht reinkippen, ehrlich gesagt. Ja, die reichen auch mehr als aus. Sprich, wir bringen eigentlich nur ein Fuder mit Mischration hier zu dem einen Kuhstall hier bei uns auf dem Hof. Und werden uns danach mal so die Käserei schnappen. Und denn die BGA. Das ist so der Plan. Ich glaube, ja, wir machen den jetzt erstmal ab und schnappen uns den Futtermischwagen. Den hängen wir nachher einfach wieder an hier. Die Mulde, die gute Mulde hier. Um den Mist durch die Gegend zu transportieren. Ach so, apropos Mist. Wir müssen mal gucken, wie sieht's denn hier gerade aus. Also der Fermenter. Der Fermenter hat noch 8000 Liter Mist. Das sieht insgesamt noch sehr gut aus. Also der kann fast, glaube ich, noch einen Tag so laufen, wie er läuft. Aber den füllen wir trotzdem einfach einmal auf. Oder den füllen wir den heute oder füllen wir den abends auf? Nee, wir füllen den jetzt gleich mit dieser Folge einmal auf. Aber die Hanfplantage. Alles klar. Was fehlt der? Der fehlt Wasser. Vor allem. Okay, das ist natürlich noch eine größere Aktion, da genug Wasser reinzufahren. Und auch wahrscheinlich am besten einmal Mist. Ja, ich würde erstmal nur Wasser reinfahren und am nächsten Spieltag gucken, wie das mit dem Mist und mit dem Saatgut aussieht. Ja, das würde ich, glaube ich, ganz gerne nochmal aufschieben. So. Wir schnappen uns den Futtermischwagen. Und die Theorie bleibt immer dieselbe. Warum sind hier Kälber? Hey, würdet ihr bitte? Ich möchte echt ungern über euch rüberfahren. Hallo? Hallo? Wo war der eigentlich? Mit was? Okay. Weiß gar nicht. Wo hat er eigentlich seine Hupe? Das werden immer mehr. Jetzt geht doch mal aus dem Weg hier. Wie kommt ihr eigentlich hierher? Ah, Mann. Könnt ihr mal bitte kurz weggucken? Au, au, au. Ja. Die Theorie bleibt immer dieselbe. Falls ihr Bock auf das Projekt habt, falls euch meine Videos gefallen, hinterlasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben und auch gerne ein Abo für meinen Kanal. Darüber würde ich mich immer grundsätzlich freuen. Das wäre fantastisch. So. Hier rückwärts rauszirkeln. Halb in die Walachei rein. Und dann jetzt hier zum Silo. Dann müssen wir gleich mal eben hier den Grassilageverteiler. Ja, eigentlich muss der einmal sauber gemacht werden. Ich glaube, also ich bin der Meinung, das ging am Wasserhahn auch. Wir werden das einfach mal ausprobieren. Bin der Meinung, das ging. Ansonsten werden wir uns gleich den Cerion wieder vor die Silagefräse schnappen. Weil zumindest zum jetzigen Zeitpunkt brauchen wir nichts anderes von für den. Also brauchen wir nichts anderes. Oder brauchen wir den Cerion für nichts anderes. Wir probieren das einfach mal aus, würde ich sagen, oder? Es geht wirklich. Ha, wie cool ist denn das? Das ist doch mega nice.
Ein Multifunktionswasserhahn. Wie im Real Life. Damit kann man Sachen sauber machen, aber auch Sachen befüllen. So, der Serion ist ja noch ziemlich sauber. Gut, dann können wir ja... Der sieht aber auch komisch aus so. Und wir können auch gleich mal gucken, ob die Oliven schon reif sind. Es wird nämlich langsam Zeit, meiner Meinung nach. Erntereif. Yo! Wir können auch Oliven ernten. Das wird ein voller Spieltag heute. Das wird ein sehr voller Spieltag. Drei verschiedene Ernten. Tiere. Produktion. Wie gut, dass wir so früh angefangen haben. So, jetzt erstmal den Cereon vor der Silagefräse. So. Es ist aber alles... der Hof ist viel zu eng gebaut, Freunde. Der Hof ist viel zu eng gebaut. Das ist wirklich so. So, wir müssen jetzt als allererstes... die Ballen rauslagern. Einmal einen Heuballen mit... ...9000 Litern. Okay. Ein Ballen reicht. Ich hätte aber auch ganz gerne auch noch einen Strohballen. Ist das okay? Geht das? Ist das okay? Wir haben halt potenziell zu... Ja, wir haben beides. Von beiden eigentlich genug. Also wir brauchen... Wir brauchen aktuell einfach kein Heu und kein Stroh einlagern. Wir haben mehr als genug. Das sieht zwar lächerlich wenig aus, aber es ist mehr als genug. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Wir können aktuell alles, was wir an Gras haben, können wir richtig schön in Silage reinkloppen. Und ja, und Stroh könnten wir wahrscheinlich die nächste Ernte verkaufen. So, wir schnappen uns jetzt mal den Teleskoplader. Da ist er. Ah, das tut in der... Können wir bitte schnell wegfahren? Das tut in der Seele weh, Freunde. Das tut in der Seele weh, dass die Fackel brennt. Vor allem verbrennt die aktuell fast... Also die müsste theoretisch gerade 50%... 50%, Freunde. 50% müsste die aktuell verbrennen. 50% vom potenziellen Ertrag. Wir müssen ganz schnell den zweiten, das zweite Aggregat rankriegen. Das hat oberste Priorität. Da kann man sogar fast überlegen, ob man die Sojabohnen, die wir am heutigen Spieltag ernten, ob wir die direkt verkaufen, statt zu behalten. Einfach, weil der Verlust größer wäre, die Biogasanlage einen Tag weiter so laufen zu lassen. Das ist... Reden wir nicht drüber. Reden wir einfach nicht drüber. Schön ist, wir werden bald genug Geld haben... Hier kommen wir nicht dran vorbei. Wir werden bald genug Geld haben, um unsere Schulden relativ schnell abbezahlen zu können. Das könnte so eine Aktion sein, innerhalb von einem Jahr sind die Schulden weg. Das könnte tatsächlich passieren. Das ist natürlich utopisch, aber das könnte möglich sein. So. Und dann muss man wirklich überlegen, was man in diesem Projekt noch machen will. Einmal Maschinen erneuern, dann wahrscheinlich noch ein Jahr spielen und danach kann man das Projekt beenden. Wahrscheinlich ist das so. Das war ja bislang immer so irgendwie, dass mit der Biogasanlage war das Projekt dann quasi ja fast beendet. Dann hat man eigentlich immer noch so 10, 20 Folgen gemacht und danach war das durch, weil man die Gelddruckmaschine dann auf dem Hof hatte. Das ist ja so. Ja, dann kann man halt wirklich überlegen, ob man
halt alle Maschinen einmal erneuert, dann nochmal ein schönes Jahr mit neuen Maschinen macht und ob man dann auf die nächste Hof-Bergmann-Version startet und dann halt, ja, ich sag mal, wir nennen es mal klein startet. Klein. Also halt auch wieder Big Biohof Bergmann, denn halt Staffel 2 halt anders denn, ne? Irgendwie mit anderen Maschinen. Vielleicht sogar ein bisschen kleiner startet. Wobei wir haben ja relativ lang gebraucht, um so weit zu kommen. Ne? Wir haben ja relativ, also wirklich relativ lang gebraucht, um jetzt so groß zu werden. Über 50 Folgen. Ich weiß gar nicht, ich glaube so 60, 70 Folgen so für eine Staffel ist, glaube ich, ganz gut. Sehen andere anders. Die meisten YouTube-Projekte werden ja über 100 Folgen alt. Viele zumindest. Muss man mal gucken. So, wir fahren jetzt erstmal zu unserem wunderschönen Kuhstall. Auf dem Hof. Der zwingend Futter braucht. Irgendwie so. Wie gesagt, danach schnappen wir uns mal die Käserei und sowas. Und nach der Käserei schnappen wir uns die Gewächshäuser. Das könnte eine XXL-Folge sein. Vor allem, ich möchte nicht schon wieder eine Zeitraffer machen. Ich möchte nicht in jeder Folge eine Zeitraffer haben. Irgendwie so. Gut. Ich würde sagen, den lassen wir hier stehen. Den Futtermischwagen. Wir schnappen uns jetzt den Milchanhänger. Wo habe ich den denn hingestellt? Das ist jetzt die große Frage. Steht der hier noch? Nee. Der steht denn scheinbar, wenn er hier nicht steht, steht er am anderen Kuhstall. Da ist er ja. Oh, da steht ein Traktor vor. Das ist ja praktisch. Den nehmen wir den noch mit, würde ich sagen. So, einmal voll machen bitte. Es sieht mir auch so aus, als werden wir gleich einmal zur Haarmilchproduktion düsen müssen. Nachdem wir bei unserer Käserei abgekippt haben. Ich habe übrigens die Butterproduktion bei uns deaktiviert. Einfach aus dem Grund, mir ist das zu doof. Mir ist das wirklich zu doof, diese kleinen Mengen da reinzukippen. Also könnte ich das von außen, hätten wir wie bei der Käseproduktion von außen einfach einen Tank, wo ich reinfüllen könnte. Okay, aber da halt reinzufahren und das alles ist mir zu doof. Das muss ich wirklich offen und ehrlich sagen. Ja, wir werden heute auch heute noch in dieser Folge Käse verkaufen. Genauso wie den Honig, den wir aktuell auf dem Hof rumstehen haben. Den werden wir auch irgendwie damit reinquetschen und dann auch zum Verkauf fahren. Das ist so ein bisschen der Plan. Also das hier wird eine XXL-Folge. Ist auch mal ganz nett, ne? Gut. Nur ich muss darauf achten, um 13:30 haben wir Aufnahmetermin für Oldtimer XL. Dass ich das nicht verpasse. Gut, wir fahren hier einmal rundherum. Wir haben den Hof ja auch schön eng gebaut. Also teilweise geht's, teilweise ist er wirklich sehr eng. Aber man kommt klar. Auch hier könnten wir eigentlich mal Licht anmachen. So. Voll machen, mein Freund. Ja. Wenn ihr wahrscheinlich gleich irgendwie so 85% oder sowas haben, vielleicht 80%, da lohnt es sich ja schon, einmal zur Käserei zu fahren. Oder zur Haarmilchproduktion in dem Fall. Aber erstmal hier abkippen und hier auch den Käse wegrollen.
Käse wird hier nicht angenommen. So. Wir räumen erstmal den Käse weg. Lauf, Sammy, du musst schneller als die Produktion sein. Lauf. Hoppla. Oh, schöner Käse. Hallo, Käse. Kommen Sie bitte mit. Danke. Und schon sind wir bei der Haarmilch-Produktion, wo Haarmilch produziert wird. Yay. So ist der Plan zumindest. Man kann ja noch nicht direkt verkaufen, das ist ja das Doofe. Das geht aber bei der nächsten Version, Hofbergmann, oder bei der aktuellen Version. Wir haben ja nicht die aktuelle Version. Ist aber auch nicht schlimm, dass wir die nicht haben. Wie gesagt, wir werden jetzt die erste Staffel erstmal beenden. So. Den können wir die Produktion auch anschalten. Erst einmal wir speichern. Ganz wichtig. Wir haben guck mal, wir könnten. Oh! Oho! Wir haben Ernteauftrag. Den Vertrag akzeptieren wir doch. Den hier nicht. Der ist uns egal. Aber den hier, den nehmen wir mit auf Feld Nummer 12. Sehr nice. Was gibt's denn? Sonnenblumen. Cool. Das freut mich. Das machen wir gerne. Okay. Denn wollte ich aber eigentlich zu den Produktionen. Und zwar habe ich Produktion. Aktivieren. Gut. Schön. Und wir. Gut, den lassen wir mal eben hier stehen, den hole ich später. Wir gehen quasi zum nächsten Job. Das ist der hier. Das ist jetzt eine Nummer, die dauert leider so ein bisschen. Das ist jetzt nichts, was innerhalb von Sekunden fertig ist. Dementsprechend machen wir jetzt einen Cut, bis der voll ist. Bringen ein Anhänger, bringen wir dahin. Dann machen wir wieder einen Cut, bis ich fertig bin. Und dann geht's zum Verkauf von dem Käse, von dem Honig. Das ist denn das, was wir als nächstes machen. Man muss sagen, er ist vielleicht auch ein bisschen untermotorisiert für den großen Anhänger. Ich meine, 6000 Liter sind nicht wenig, Freunde. Das ist wirklich nicht wenig. Frag mich, warum gibt aktuell denn keiner von den Gewächshäusern Hanfpaletten aus? Das frage ich mich wirklich. Ich glaube, wir stellen jetzt auch einfach alle Gewächshäuser, egal welche es sind, einfach auf Direktverkauf, ne? Haben wir schon. Haben wir schon gemacht. Hä, wann das denn? Okay. Ja, gut. So, wie gesagt, ich mache jetzt einen Cut. Ich muss noch 5-mal fahren, damit wir so halbwegs genug drin haben. Irgendwie werden wir wahrscheinlich zukünftig mal überlegen müssen, ob wir uns einen größeren Tankanhänger hierfür besorgen. Oder ob man das irgendwie nur automatisieren. Das muss man doch auch automatisieren können. Ich guck mir den Mod mal an. Weil, ganz ehrlich, Leute. Wenn ich Gewächshäuser gebaut hätte, ich hätte da eine feste Wasserleitung hingelegt. Ich würde da nicht mit einem Tankanhänger hinfahren müssen. Wirklich. Noch einmal ganz kurz. Ich habe jetzt einfach 2 weitere Wasser hineingesetzt und der Anhänger befüllt sich jetzt 3-mal so schnell. Das ist sehr angenehm. Gut, dann wollen wir jetzt mal den Honig einladen. Und dann werden wir auch mit dem Teleskoplader dahin fahren. Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, weil wir den Anhänger hier vorne ankippen können, damit der Käse rausrollt, der sonst immer hinten drin stecken bleibt, was echt so ein bisschen nervig ist. Ja, und ja, das wird toll.
Das gibt Geld und das wird teuer. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld das bringt. Honig bringt ja doch relativ viel, muss man wirklich sagen. Und wir haben ja auch ein bisschen was. Wir haben ja eine Palette hinten stehen und dann haben wir die Palette, die hier steht. Ich glaube, die Bienen sind jetzt eh nicht mehr am Fliegen. Tonung liegt auf, ich glaube. Manchmal falle ich aber auch vom Glauben ab. So. Bin da. Im Übrigen, ich wollte noch mal gucken, vielleicht ist ja auch was Interessantes hier im Shop. Ein Radlader. Oh Gott, ein Radlader. Und den bräuchten wir eigentlich so dringend. Ja, den hatte ich ja überlegt, den zu kaufen. Wir haben jetzt halt den Waldrand, ne? Deswegen wird's der hier nicht. Aber der Turion. Vor allem. Oh, der Turion. Der Turion. Ah. Wir werden so günstig nie wieder einen Radlader bekommen und wir brauchen dringend einen Radlader für die Biogasanlage. Leute. Die Chance können wir uns nicht entgehen lassen. Ah, oh, das tut mir in der Seele weh, ne? Das tut mir richtig weh, weil wir brauchen eigentlich, wir brauchen halt, so günstig kriegen wir nie wieder einen vernünftigen Radlader und wir brauchen allerdings eigentlich dringend ein zweites Blockheizkraftwerk. Ah, wir kaufen den, Freunde, wir kaufen den. So. Den, ja komm, Nokian Tribes, fühle ich. Kennzeichen A B Z. Welche Nummer haben wir denn mittlerweile? 022 fehlt uns. 022. Okay. Kaufen. Ach du Das war gerade ein Teil unseres Budgets vom Blockheizkraftwerk. Wir hätten uns das Blockheizkraftwerk wahrscheinlich am morgigen Spieltag kaufen können. Sehr wahrscheinlich. Ah, wie das immer so ist, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Silagegabel. 8000 Liter sind schon nicht schlecht, ne? Ja, nehmen wir. Alles klar, gut. Damit haben wir einen Großteil unseres Budgets ausgegeben. Das ist doch fantastisch. Dann wäre es jetzt wirklich Zeit, dass wir Geld verdienen in dieser Folge noch einmal jedenfalls. Heißt, wir bringen jetzt wirklich Käse und Honig zur Verkaufsstation. Okay, wir können leider den Teleskoplader nicht nehmen, weil der hat hinten keinen Kugelkopf. Also wir müssen jetzt einen Traktor mit Kugelkopf nehmen und ich kann irgendwie diese beiden Käseleiber nicht aufheben. Ich weiß nicht warum. Wir haben auch glücklicherweise ja einen Traktor direkt um die Ecke stehen. Unser neues Schmuckstück. Die Valtra Q-Serie. Und dann nehmen wir doch die. Nutzen wir doch die gute Valtra Q-Serie. So. Raus hier. Ums Eck. Und dann hängen wir das gute Stück mal an. Müsste ja funktionieren. Sei ja. Müsste ja funktionieren. Ist übrigens, Fun Fact, wird viel gemacht, ist nicht erlaubt. Wenn du mit, bei den Ultramann wird das ja oft dran gelassen, aber wenn du mit einer Ackerschiene, mit einem Kugelkopf zum TÜV fährst, bekommst du keinen TÜV. Also wenn der TÜV-Prüfer das richtig macht, weil das hat, weil das wegdrehen könnte und dem, also das ist halt nicht erlaubt. So, ja gut, den Käse lassen wir liegen. Was willst du machen, ne? Hilft ja nichts. Dann düsen wir zum Hofladen mit 800 Liter Honig, 1250 Liter Butter und 2640 Liter Käse. Ha, das gibt ein bisschen Geld zumindest. Zumindest ein bisschen Geld. Der Feldweg, der hat sich schon
sehr gut bezahlt gemacht. Also es war sehr, sehr gut, dass wir den hier ja, gebaut haben. Und gleich können wir unseren ersten Blick auf unseren neuen Radlader erschaschen, der sehr viel Geld gekostet hat. Geld, also der vergleichsweise günstig war, der war schön günstig, aber der hat halt Geld gekostet, was wir eigentlich für was anderes gebraucht haben. Der hat noch zu. Was bist du denn für ein fauler Laden? Müssen wir mal Zeit vorspulen, ne? Wahrscheinlich macht er um 9 auf, sag ich ja. 5 Minuten zu früh, das ist okay. Damit kann ich leben. So. Dann gibt's jetzt dick fett Geld. Das ist noch nicht dick fett genug. Wir haben noch Käse und Butter drin. Machen wir auf. Wir müssen mal wieder von Hand arbeiten. Wie nervig. Die müssen ja richtig rumliegen, ansonsten funktioniert das ja leider nicht. Und wir können... Das ist mir immer noch ein Rätsel, warum das so ist. Wir, sobald wir den Anhänger betreten, können wir nichts mehr mit der Hand aufnehmen. Warum das so ist, keine Ahnung. Aber es ist so. Das heißt, wir müssen hier immer so doof rumrangieren. Damit die nach hinten rutschen und nicht da mit der Hand rankommen. Vielleicht müssen wir irgendwann mal einen anderen Anhänger kaufen. Da gibt es doch bestimmt mittlerweile schöne Mod-Anhänger, die auch ein bisschen größer sind. Nicht, dass wir zwingend größer bräuchten, aber wo man halt vernünftig reinlaufen kann und der mit der Hand greifen kann. Aber man muss ja wirklich sagen, es lohnt sich halt schon, ne, den Käse zu produzieren. Ein so ein Käseleib, über 400 Euro. Das ist schon nicht schlecht. So, wir fahren damit jetzt nur zum Händler, da lassen wir ihn stehen. Dann schnappen wir uns den Radlader, weil wir jetzt halt ordentlich die Biogasanlage auffüllen müssen, ne. Und dafür haben wir den gekauft, also werden wir ihn dafür auch nutzen. So. Das hier ist unser Spontankauf. Muss man ja wirklich sagen. Ist natürlich der, ich glaube, das ist der mittlere. Wir können ganz gerne mal gucken. Der 1050-11. 1050. Was für eine Betitelung. So, wir gehen mal eben hier auf Radlader. Ja, das ist der mittlere. Also ich sag mal, der reicht ja auch vollkommen aus, weil das Schiff hier braucht keiner. Der hier reicht halt für uns komplett aus. Der wird auch die 8000 Liter gut heben können. Ich meine, der wiegt 14 Tonnen. Gut, das sind 5 Tonnen weniger, aber ja, der hier wäre halt zu klein. Definitiv. So. Dann würde ich mal sagen, rein in das teure Gerät. Vielleicht kriegen wir auch trotzdem noch genug Geld zusammen am heutigen Spieltag, damit wir ja, das Bio, also das Kraftwerk kaufen können. Das wäre natürlich fantastisch, wenn wir es hinbekämen, das Kraftwerk zu kaufen. Es ist halt teuer, also ich würde ja nach wie vor ganz gerne das mittlere kaufen, weil wir dann die Produktion halt verdreifachen könnten, aber wir müssen mindestens ein kleines kaufen. Das heißt, wir bezahlen halt, ich glaube, 350.000 Euro um den Dreh. Das heißt, uns fehlt noch eine ganze Strecke. Aber wenn wir die ganzen Sojabohnen verkaufen, wenn wir die Sonnenblumen verkaufen, also hier Sonnenblumenernte plus Verkauf, das könnte passen. Das könnte wirklich passen, dass wir in die Richtung bekommen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall sehr schön. So, wir nehmen gleich hier eine Schaufel voll Mist mit. Ich weiß nicht, wie viel Mist hier in dem Misthaufen ist. Aber das, was da ist, nehmen wir gleich direkt eine Schaufel voll mit. Es wird mehr sein.
wahrscheinlich. Wir können ganz gerne mal aussteigen und gucken. Wenn es zu viel ist. Ja, 15.000. Nee, hier fahren wir direkt mit dem Anhänger hin. Wir nehmen direkt vom Hof eine Schaufel mit. Weil da müssen wir eh schaufeln. Dann nehmen wir von da aus mit. Denk mal, das ist eine gute Idee. Genauso wie es eine gute Idee ist, dem Video ein Däumchen nach oben auf meinen Kanal hinterzulassen. Vor allem, wenn du jetzt noch guckst, nach einer halben Stunde und noch nicht ein Däumchen nach oben hinterlassen hast und meinen Kanal auch noch nicht abonniert hast. Das wäre schade. So. Jutti. Dann klappen wir sie gerade mal aus. Was? Ich glaube, ich muss noch Schläuche anbringen, kann das sein? Sache. Alles klar. Ach, die war schon aufgeklappt. Ich dachte, die müsste man noch aufklappen. Okay. So, es wäre natürlich jetzt absolute Grauen, wenn wir jetzt 8000 Liter Mist hier reinboxieren in die Silagegabel, um dann festzustellen, dass der Turion die nicht hochheben kann. Das wäre natürlich absolut grausam. Das sind erst 90%. Also, sorry, aber das sieht nicht voll aus. Also, wenn man sich im Real Life mal so eine volle Schaufel anguckt oder eine volle Forke, dann ist das hier nicht voll, das ist halb voll. Naja. Aber es scheint zu funktionieren. Ist das eigentlich der auch... Nee, ist nicht. Das ist der kleine Turion, der hat neben dem Knickgelenk hinten auch noch die Reifen. Also, wo die Reifen hinten auch noch mitlenken. So. Der mit diesen vollbeladenen Turion düsen wir zur Biogasanlage. Ich glaube, wir müssen Gülle deaktivieren. Das ist halt eine richtige Verschwendung. Ich meine, wir produzieren mehr Gülle, glaube ich, als die Biogasanlage momentan verbraucht. Aber ich glaube, das ist eine richtige Verschwendung, die Gülle hier gerade mit reinzumachen. So. Da ist es. Der Haufen. Gut, und dann hauen wir jetzt ordentlich Silage rein. Wir können mal ganz gerne gucken, wie viel wir reinhauen müssen. Produktion. Fermenter. Ja, gut, es ist noch einiges drin. Ne? Es ist noch echt einiges drin. Aber ich würde sagen, wir hauen den voll. Aber hier die Gülle deaktivieren wir. Ja, Methan ist halt echt, ist echt ein Problem. Weil der hier, der ist komplett am Limit, ne? Ich muss mich nochmal informieren, was das mit den Prioritäten zu tun hat. Ich habe da eine Theorie, aber ich bin mir da echt nicht sicher. So. Dann schaufeln wir mal voll Silage. Ordentlich Rinder. Also, für die, die sich jetzt fragen, warum hast du denn diesen Einfülltrichter gekauft? Wenn du jetzt hier eben in Radlader rumrangierst. Also den ganzen Mist von den Stellen, den holen wir ja mit Anhänger ab. Ne? Und dann können wir da schön reinfahren und abkippen. Hier... Macht natürlich, also hier auf diesem Hof hier macht natürlich mein Anhänger keinen Sinn. Hier bei dem Silo hier. Hier machen wir halt direkt mit dem Radlader. Ne? Geht ja zum Glück.
Allerdings, ich muss gestehen, der Garant, der steht so ein bisschen im Weg. Der Kotte. Der Zubringerfass. Ich glaube, den schieben wir mal auch mal ganz, ganz vorsichtig ein Stück zurück. Also ihr guckt, das ist wieder so der Punkt, wo ihr mal ganz kurz wegguckt. Ja, wir sind hinten schon gegen. Wir können nicht weiter zurück, schade. So. Ordentlich schaufeln hier. Wir haben jetzt schon, wenn wir diese Schaufel drin haben, haben wir schon 24.000 Liter Silage drin. Und mit 8.000 Liter geht das doch relativ schnell. Das ist doch schön. Das ist doch richtig schön. Weiß gar nicht, wie viel machen wir im... Ich glaube, das dürfte reichen. Ich glaube, mehr brauchen wir da jetzt gerade nicht reinfahren. Jetzt müssen wir nur noch mal ein bisschen Mist reinfahren. Denn hätte ich nämlich gesagt... Obwohl, Mist lassen wir erstmal sein. Das dürfte auch aktuell noch genug Mist sein, damit das produziert. Fahren wir später Mist rein. Wir haben aber schon... Wir haben schon einiges an Gärreste zusammen. Oh Mann. Die läuft noch gar nicht so lange, ne? Und das ist nur das kleine Gärreste-Lager. Ich hoffe, dass das nicht zum Problem später wird. Das wäre sehr tragisch. Das wäre wirklich sehr tragisch. Okay, Freunde. Das war unsere XXL-Hof-Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie schon öfters gesagt, Däumchen nach oben auf dem Kanal wäre fantastisch. Würde ich mich mega drüber freuen. In der nächsten Folge werden wir... Lasst mich mal überlegen. Ja, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge die Sojabohnen hier. Zwischen den Folgen werde ich in einem Livestream den Auftrag, den wir angenommen haben, machen. Und ja, schaut gerne bei Twitch vorbei, würde ich sagen. Denn bis zur nächsten Folge oder im Livestream. Danke und ciao.